Moin Leute. Yo, Olli mit dem Kindersüßigkeiten-Truck. I'm scheißing your friends. Sehr, sehr gutes Video. Ich habe extra für euch aufgeräumt, ja, wie ihr unschwer an meiner geilen Location erkennen könnt, Alter. Kacke liegt hier einfach so rum. Das. Hi, have a beautiful day. Muss kurz aufräumen. Ich hab aufgeräumt, ey. Also ich muss gerade sagen, ja, ich wollte eigentlich ein Beichtenvideo aufnehmen, aber ganz ehrlich, das wird so ein spontanes Video, ich weiß gerade selber gar nicht, worum es geht. Ich bin so auf 100 Millionen 80, dass ich mir gedacht habe, Digga, I shut the fucking cam on and then I film me how I talk shit. Ich lag gestern Abend in meinem Bett und ich dachte mir so, Digga, guck mal, das kann nicht sein. Ich habe so vor 3 Monaten bei unserem coolen Internetanbieter angerufen und dann habe ich so gesagt, ey, yo, Bruder, gönn mal besseres Internet. Und der so, ja, okay, Bruder, gönn mal 50 Euro mehr auf deinen Scheißvertrag, dann gönnen wir dir auch besseres Internet. Ich so, okay, komm. Ich so, schwör, du gibst gute Internet. Der so, ja, okay, ich mach. Ich, Geld rausgeholt, mehr überwiesen, dies, das. Erste Woche, ich so, Alter, geil, jetzt Videos mit 20 Mbit. Ich lade hoch, Digga, ich sitze dran, so, oh, gut. Funktioniert schneller. Wer hätte es gedacht? Nach einer zweiten Woche oder nach einer dritten Woche, keine Ahnung. Why you bullying me? Ich zahle weiter meine 50 Euro plus, Digga. Geil, Alter. Richtig wegfetzen. Und was kommt bei mir? Gar nichts. Das Beste ist immer noch so, weißt du, wisst ihr, wenn ich anfange so zu streamen, so, ich stream. Und auf einmal denkt sich dann irgendwas, so, meine PS4 oder mein Headset oder keine Ahnung. Boah, ich muss heute Update machen. Genau jetzt in der Minute. Und dann macht mein cooles, keine Ahnung, Headset Update. Ja? Und auf einmal der Stream. Das ist genauso wie die Mc's. Das ist genauso wie die McDonalds-Werbung, ja? In der Werbung so, oh, saftiger Burger, geiles Brötchen mit Sesam und Salat frisch aus dem Garten und so und alles geil. Und am Ende krieg ich einfach so ein Pappbrötchen, wo die einfach nur, keine Ahnung, so drauf gespuckt haben, irgendein. Wait a minute! Ich will einfach nur sorry sagen. Fertig, Digga. Die haben die Kacke in einer Minute kurz in der Mikrowelle aufgewärmt. Aber in der Werbung. Der neue Big Taste Bacon. What's up, fuckers? Aber ja, wir werden überall verarscht. Guck, Mercedes bringt neue Werbung für Erstklasse raus. Ui, geiles Gerät, super geil. Hat links, rechts, kann lenken, alles mögliche. Geil, super, super, ja. Vielleicht kaufen und dann Preis. 300.000 oder so. Genauso als wir unseren Hund bekommen haben. Ja, der Hund ist stubenrein, der macht nichts kaputt, der ist immer freundlich, ja, immer freundlich. Unser Hund ist richtig bockig, pisst jeden gefühlt an. Unser Hund, als wir ihn abgeholt haben, hat erstmal unsere Bude voll gepisst. Am dritten Tag hat er dann die Bude voll gekackt und am vierten Tag hat er irgendwas geschrottet. Deine Mom, deine Granny. Ich habe auf eBay so ein Radio verkauft, gell? In meinem alten Auto, so ein Radio so. Digga, ich stell das Radio für 20 Euro rein. Ich denke mir so, Junge, normales Radio, nimm doch einfach, hol ab mit Abholung, hol ab. Nein, irgend so ein Mustafa schreibt mich an. Hallo, bist du da? Ja, ich bin da, ja. Ja, wie viel kostet Radio? 300 Euro, in der Anzeige ist 20. Ich so, ja, hier 20 Euro, machst du auch für 10. Ich so, okay, ja, von mir aus, wenn du abholst, mache ich dir für 10. Nein, du musst verschicken. Dieses scheiß Radio wiegt 2, 3 Kilo oder, nee, mehr, 3 Kilo, weil das so ein richtig fettes Teil ist von so einem alten Auto. Ja, so ein Gerät, so ein Batzen wiegt 3 Kilo. Ich muss es bei der Post so für 5 oder 7 Euro da irgendwie verschicken. Ich krieg einen Zehner dafür, Digga. Ich krieg einen Zehner. Da fahre ich das scheiß Radio lieber auf den Bausch. Ach so, was ich noch sagen wollte. Deine...